Hallo Leute! Genau. Hallo Leute, herzlich willkommen bei meinem neuen Projekt, beziehungsweise bei meinem alten Projekt, Crash Bandicoot 2. Wollte ich schon länger mal machen, schon wieder, und ich hab's auch damals angefangen, aber dann ist mir das Gamepad kaputt gegangen. Und jetzt, wo ich ein neues hab, gibt's keine Ausreden mehr. Ich muss ran. Da ist der Bildschirm. Da ist das Handy mit der Stoppuhr. Hoppala, das sollte nicht passieren. Eine Sekunde. So. Ja, ihr seht das Ganze jetzt in Double Vision. Oder sind hier vielleicht irgendwo die Ränder des Bildschirms? Ich weiß es nicht. Kamera und Spiel. Egal, wir legen los. Los. New Game. Ich werde zwar Blockaufnahmen machen, aber nach 15 Minuten immer schneiden. Einfach aus Bequemlichkeitsgründen. Für das Synchronisieren des Videos nachher. Crystals. Of course. Ein Jahr später. Ich war noch nicht beim Friseur, tut mir leid. Well, well, well. If it isn't Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Welcome. I apologize for the crude means used to bring you here, but I rather expect a written invitation would have been turned down. I need your help. Surrounding you are a series of 5 doors. Through each door lies a well-hidden crystal. The crystals look like this. Bring me the crystals, Crash. That is all I will say for now. We will speak again. Komisch. Auf einmal sollen wir Cortex helfen. Dabei heißt es aber, Cortex schlägt zurück. Naja, ich schätze mal, wir haben keine Wahl. Wir haben hier 5 Level, also beziehungsweise 5 Warp Rooms. Beziehungsweise, nee, das sind 5 Level. Und wir sind in einem Warp Room. Okay, lass uns einfach mal loslegen. Hier bei The Turtle Woods. Okay, anscheinend ist die Steuerung gerade ein bisschen falsch eingestellt. Das tut mir sehr leid. So, jetzt müsste es... Was zur Hölle? Es ist genau andersrum. Was zur Hölle? Tut mir gerade leid. Da, jetzt haben wir es. Okay, wir können loslegen. Können wir dann auch mit dem Analogstick steuern? Leider nicht. Oder vielleicht doch? Nein, geht nicht. Gut, werden wir so steuern. Los geht's! Los geht's, haben wir Spaß. Jetzt geht's los. Crash Bandicoot. Oh. Ich weiß nicht, wieso ich das mache. Los! Muss ich erstmal wieder ein bisschen reinspielen. Hier. Ja, Mann! Das war nicht schlau. Das war gar nicht schlau. Nicht schlau. Ja, Mann. Ich kann gar keinen Doppelsprung. Noch nicht. Werde ich nicht später erlernen? Ich weiß es nicht mehr. Eine Schlucht. In die Kamera gucken ist hier nicht sofort... vorteilhaft. Tja. Ich hasse das. Obwohl, ich liebe dieses Spiel eigentlich, aber... Dann. Genau. Ja, Mann! Leben! Bonus-Level. Los, Bonus-Level! Bonus-Level! Bonus-Level.
Wieso? Egal. Hukabra! Geile Maske. Die Maske ist immer sehr schön. Schwule Schildkröten mit Spikes. Voll die Punker-Schildkröten. Punker-Schildkröten! Autsch. Bonus-Level. Gut. Warum schlage ich die Äpfel weg? Oh Mann! Tja, ne? Genau. Zack. Und zack. Und da lang. Und Bonus Level Nummer 1 geschafft. Noch ist alles sehr einfach. Und warum habe ich Double Vision? Ganz einfach aus dem Grund. Oh, ich habe vielleicht total schwul geguckt gerade. Ganz einfach aus dem Grund, das Spiel ist sehr frustrierend. Ich bin mir sicher, es ist ziemlich interessant, meine Reaktion darauf zu sehen. So, ich muss erstmal aus dem Ding schrauben. So. Ja, Mann! So, gut. Nicht zu viel durchdrehen. Der Spruch ist fast schon kopiert. Zack. Meine Hölle. Oh, Jesus Maria, warum habe ich mich da eingelassen? Hier fängt es schon an. Zack, zack. Und jetzt muss da ein Pilz wachsen. Pilz, ey. Crash Bandicoot ist voll auf Mushrooms, dachte ich schon immer. Dachte ich, ja. Crash Bandicoot ist auf Mushrooms. Nah, kein Bock. Ich mach keine Challenge, nee, das könnt ihr vergessen, ey. Keine Challenge, das wäre zu viel. Das ist gut. Ja, Mann. Beyblade, ja. Let it rip. Okay, ich guck kein Beyblade. Nein, keine Angst. Ich weiß es noch aus meiner Kindheit heraus. Habe ich Beyblade geguckt. Keine schöne Zeit gewesen. Let it rip. Nein. Spring. Gut. Hoppala. Level 1 haben wir geschafft und wir haben 34 von 62 Kisten. Glanzleistung. Finde ich super. Okay, weiter geht's. Crash ist so naiv. Warum lässt er sich auf Cortex ein? Das ist doch nicht feierlich hier, was der Crash da macht. Turtle Woods, voll geschafft, Leute. Jetzt muss ich so ein Dings nach oben, Kristall. Geil. Oh, da kommt er wieder, Cortex. Well done, Crash. I knew I could rely on you. Now listen carefully. These holograms are hard to maintain. During the course of my intellectual pursuits, I have stumbled across a force that threatens to destroy the world. Crystals are the only means of containing it. The fate of the world is at stake. It is imperative, therefore, that you bring them to me. There, Crash! 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 Are you there? Are you there, Crash? Ja, ich bin hier! Hallo! Warum antwortet der Vollidiot nicht? Snowgo! Jetzt wird's lustig. Die Schneelevel. Dafür ist dieses Spiel bekannt! Hab ich schon bei Zugzui gesehen! War nicht feierlich! Das Spiel ist übrigens blind, obwohl ich die ersten paar Level schon gezockt habe. Da geht's schon los. Nitro und TNT direkt am Anfang. Das wird lustig. Ich spür's jetzt schon. Was habe ich gesagt? Bam, 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 bounce, bounce. Ich sehe total hässlich aus, wenn ich sowas mache, aber auch scheißegal mir. Hier, 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 Moonwalk. Walk darüber. Scheiße. Oh, fuck. Er ist einfach unberechenbar, er ist unkontrollierbar. Ja, yeah, ich krieg schon wieder ein zu viel. Hier. Meine Fresse, ey, leckt mich doch am Arsch. Ich hab keinen Bock auf die Scheiße jetzt. Darüber! Geh darüber, Mann. Gut. Zack.
Ja, die rutschen einfach in den Abgrund. Das sind so die Lemmings unter den Seehunden. Oh, 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 fuck. Darüber. Das Level ist noch nicht geschafft an dieser Stelle. Wir begeben uns jetzt in eine 2D-Perspektive, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, genau. Und es ist kein Bonus-Level. Das Level geht weiter in 2D-Perspektive. Hier, der kann mich voll nachmachen. Das ist voll der Dance-Dance-Pinguin. Dance-Dance-Pinguin. Dance-Dance-Seehund. Dance-Dance-Seehund. Das Ding macht kaputt. So war das einfach nicht geplant. Der erste tot! Nein, nicht tot. Noch bin ich nicht gestorben. Übrigens, wenn einer von euch Lust hat, die Tode zu zählen, wie das früher bei mir Sakatsuki Ready gemacht hat. Übrigens, Kollege, ich vermisse dich. Du hast immer schöne Kommentare geschrieben. Dann sollt ihr das gerne machen. Und dann am Ende von Crash Bandicoot 2, aber ohne es mir zu sagen. Und am Ende, sobald ich das Let's Play durch hab, sagt ihr mir dann, wie oft ich gestorben bin und blamiert mich damit. Wäre cool, wenn das einer von euch macht. So, Checkpoint. Jesus Maria. Ich komme nicht hoch. Bam. Das war noch ein ganz einfaches Pattern. Boom. Später kommen noch ganz schiere Sachen. Bonus-Level! Ich werde versuchen, ohne Save-States zu spielen. Ich werde natürlich Save-States machen, wenn ich jetzt eine Aufnahme beenden muss und irgendwo mitten im Level bin, dass ich das nächste Mal mitten im Level starten kann. Da kriege ich schon wieder zu viel. Da schwitzen mir schon wieder die Hände hier. Das ist noch gut, das ist noch gut gegangen. So, das Leben haben wir. Tja. Entschuldigung. Ja, genau, genau. Idiot. Puh, ich lebe noch. Zack, 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 zack. Ja, leben, leben, leben. Der Seehund sieht mir so verdächtig aus. Seehund, Mann! Auf Wiedersehen. Whee! Checkpoint. Yeah. Rutsching, rutsching, springen. Gut. Oh, ich Idiot. Feuer soll man halt eben doch nicht mit Feuer bekämpfen. Naja, ich bin noch nicht gestorben. Ah, das wird sich noch häufen. Das wird sich noch häufen. Na, das weiß ich auch jetzt schon. Genau. Yeah, Dance Dance Penguin. Penguin. Der erste tot. Gut. Kurz vor Ende des Videos. Springen! Dance als Pinguin! Den Pinguin Kisten wegschießen, ey. Macht man ja auch nicht alle Tage. Da sind so ein paar Kisten mit Äpfeln drin und ihr schießt einen Pinguin drauf. Müsst ihr euch mal überlegen. Dance Dance Penguin! Penguin! Gott sei Dank. Dance Dance Seehund! Oder Seemops. Seemops, Seemops. Okay, ist kein Seemops, aber Emre Seemops. Seemops, Seemops. Ja, ich darf ja mehr als 15 Minuten hochladen. Da kann ich hier auch mal ein bisschen überziehen bis zum Ende des Levels. Ne, ich bin ja hier, komm, hier. Ja, ne, ich wurde so freigeschaltet und so. Ne, coole Sache hier. 48 von 74. Wieder mal eine Glanzleistung. Lächel, du bist so gut in diesem Spiel. Okay.
So, Leute, an dieser Stelle verabschiede ich mich und sehe euch beim nächsten Mal. Bis dann und tschüss. Ja.